Ich bin in Kiel aufgewachsen, ich bin in Ghana geboren. Und als ich aufwuchs, habe ich einfach, mir fehlte einfach schwarze Vorbilder. Also es gibt die, das habe ich ja gemerkt in meiner Recherche, aber die sind unsichtbar, man sieht die nicht. Die sind da, aber man sieht die nicht. Irgendwann mal bin ich aufgrund meines Jobs, ich bin ja Schauspielerin, nach Amerika gegangen und dort habe ich einfach zum ersten Mal gesehen, was alles möglich ist für schwarze Menschen. Und war natürlich entsprechend total euphorisch, total überrascht. Und als ich zurückkam nach 5 Jahren, habe ich gedacht, so, wo sind denn unsere schwarzen Vorbilder in Deutschland? Mein Name ist Diane Kudwa. Ich bin vom Beruf Schauspielerin und die Herausgeberin und die Initiatorin des Buches My Black Skin. 2014 habe ich das Buch herausgegeben. Das hat 4 Jahre gedauert, bis ich das Projekt umgesetzt habe. Ich wollte eine Mischung haben, Akademiker und natürlich ein bisschen künstlerische Berufe. Und ich habe echt, also ich war selber sehr, sehr positiv überrascht, wie viele tolle, erfolgreiche Schwarze in Deutschland leben. Und nicht nur, wie gesagt, Afrikaner, sondern aus Amerika, aus Dominikanischen Republik, also wirklich überall. Eben, es ging mir um diese dunkle Hautfarbe. Warum habe ich das Projekt My Black Skin unterstützt? Hat mehrere Gründe. Zum einen ist es für mich wichtig gewesen, als politisch denkender Mensch auch bei so einem Projekt mit dabei zu sein, meine Vision von meinem Deutschland irgendwie kundzutun. Auf der anderen Seite ist dieses Projekt ein so interessantes Projekt. Es geht darum, um Brücken bauen. Und ich glaube, einfach My Black Skin ist einfach so eine perfekte Brücke, die Diane irgendwo errichtet hat, wie wir einfach uns gegenseitig verständigen können und besser verstehen können. Mein Name ist Arthur Janka. Ich bin der Founder von Gentleman's Essentials. Gentleman's Essentials ist ein Lifestyle- und Luxury-Blog, der sich um die Welt des Gentlemans dreht. Vorher war ich Musikproduzent und war im Management tätig, habe internationale Künstler weltweit gemanagt. Ich habe irgendwann mal die Kulturbehörde dafür gewonnen. Ich habe Günter Wallraff als einer gewonnen, der das Vorwort geschrieben hat. Und ich fing an und dann ging ich auf Akquise. Ne? Musste irgendwie Geld rein akquirieren. Und bei ASM, das ist Arbeitsgemeinschaft Selbstständiger Migranten, da war ich dort und habe das Projekt vorgestellt und habe gleich eine tolle Ansprechpartnerin, Susanne Dorn, bekommen. Und dann waren wir ja so begeistert, ich besonders, von ihrem Projekt und habe gedacht, das ist genau die Idee, die ich auch in meinem Herzen trage und die auch ASM immer vertritt, die Potenziale von Menschen herauszustellen, die irgendeinen Migrationshintergrund haben. Und dann habe ich gesagt, Mensch, ich bin auch Journalistin, ich kann auch ein paar Texte schreiben. Nun, Sie wissen ja, wie es gelaufen ist aus den paar Texten. Wurden immer mehr, Sie haben immer mehr Kontakte geschickt, Kontakte, und es wurde das ganze Buch daraus. Das war nicht geplant, aber ich war nachher auch so begeistert von den Menschen, die ich treffen durfte und interviewen durfte. Die Bereitschaft, dass sie sich geöffnet haben, über ihr Leben erzählt haben. Und dann war ich auch so, dass ich auch gar nicht mehr stoppen konnte und dass wir dann das Buch zusammen geschafft haben. Wir waren fast fertig und ich hatte noch keinen Verlag. Ich wurde von einem Verlag nach dem anderen abgespeist. Ja, es gab Verlage, die haben gesagt, ja, wir finden das Projekt super, aber wer möchte denn 25 Schwarze in einem Buch so ungefähr? Ne? Es ist ein ungewöhnliches Projekt, das weiß ich. Und, aber es war für mich klar, ich muss das jetzt durchziehen. Ich hatte zu viele Menschen drin schon. Nachdem ich ein ganzes Jahr nach einem Verlag gesucht habe, hat sich dann doch ein Verlag gemeldet. Und zwar der Verlag, der auch die Bücher gedruckt hat. Ich hatte natürlich vorher schon die Idee gehabt, Vorträge zu halten in verschiedenen Schulen und dann natürlich auch ein paar Bücher wegzugeben. Mein Name ist Irene Apia. Ich bin von Beruf Juristin und arbeite für die Behörde für Schule und Berufsbildung in Hamburg als Bildungsstrategin. Was macht eine Bildungsstrategin? Im Grunde genommen schauen wir in der Bildungslandschaft nach, was fehlt. Ich bin in dem Sektor Steigerung der Bildungschancen zuständig. Wir haben in der Behörde verschiedene Agendas und mein Gebiet betrifft sozusagen die Einbindung von Migranten, Migrantenorganisationen, Menschen mit Eltern und Familien mit Migrationshintergrund. Und ich habe von 2010 bis 2014
spezifisch das Thema Vorbilder in Schulen mit eingebunden. Und da passte das Thema und das Buch natürlich auch gut ins Portfolio. Die Botschaft an meine Kinder sollte sein, wo immer du auch lebst, in welchem Land du dir aussuchst, solltest du die Sprache beherrschen. Wenn du die nicht kannst, wirst du einfach ganz, ganz viele Probleme haben. Das sehen wir in Frankreich, wo sie mit der Integration einfach Probleme haben. Ich glaube einfach, die Sprache ist mächtiger als alles andere. Wenn wir uns visualisieren können oder beziehungsweise verbalisieren können, dann kannst du auch vieles erreichen. Du kannst in Opposition gehen, du kannst für Sachen dafür, also für Sachen befürworten. Und das wird dich auch dahin bringen, wo du willst. Denn ich bin der Meinung, wenn du dir was vorstellen kannst im Kopf, kannst du es auch erreichen. Und dazu ist Sprache einfach unerlässlich. Ich möchte den jungen Menschen heute gerne eines mit auf den Weg geben. Bildet euch, lernt die Sprache, reist und sieht die Welt. Versucht euer Potenzial so groß wie möglich auszuschöpfen. Versucht alle Talente, die ihr habt, zu fördern und versucht Lücken für euch zu entdecken und diese auszufüllen. Und natürlich ist der Schlüssel dafür eine grundlegende Basis an Schule, an Wissen und recherchiert. Und lasst euch nicht unterkriegen. Für jeden gibt es einen Weg und für jeden gibt es auch seinen eigenen Platz. Und ich selbst habe 2 Kinder und ich versuche natürlich, meine Kinder eine gewisse Vorbildfunktion mitzugeben. Es gelingt mir nicht immer, es ist nicht einfach, aber zumindest gebe ich mir Mühe. Und mit dem Projekt möchte ich auch selber meinen Kindern zeigen, was möglich ist. Für mich ist natürlich auch wichtig, dass mein Kind erkennt, dass nicht nur die typischen, klischeehaften Berufe für uns zugeschnitten sind, wie Sport, Musiker, Tänzer, sondern dass eben halt auch die Managing Position, Führungsposition, ganz unterschiedliche, einfache Berufe auch für uns zugänglich sind hier in dieser Gesellschaft, weil oftmals ist das genau das, was uns jahrelang vielleicht auch durch unsere eigenen Eltern transportiert worden ist und aber natürlich auch sozialgesellschaftlich immer wieder zum Ausdruck gebracht worden ist. Meine Kinder sind genauso deutsch wie afrikanisch. Aber in diesem Land, wo wir leben, sind die irgendwie immer Ausländer, weil sie eben eine dunkle Hautfarbe haben. Und vielleicht wird sich eines Tages das ändern, aber im Moment ist es noch nicht so. Und dann ist es für mich doch ein bisschen Aufgabe, so den Weg, so wie ich kann, für meine Kids freizuschaufeln.